Morgen in 2 Wochen ist es soweit, das Europäische Parlament wird neu gewählt und auch die künftigen 18 Vertreterinnen und Vertreter aus Österreich. Das ist in unserer Stadt nicht mehr zu übersehen, mit Plakaten und Plakatständern praktisch überall, mit denen die Parteien für ihre Kandidaten werben. Nach SPÖ-Kandidat Eugen Freund am Maiselmarkt haben wir heute die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek begleitet, am Karmelitermarkt im 2. Bezirk. Dort haben die Grünen quasi ein Heimspiel. Der junge Mann, kriegen Sie ein Tischchen? Ja, aber ich hätte Taschen für Sie. Ah, sehr lieb, danke, danke. Einkaufstaschenbasar in Grün gehalten nach dem Nationalratswahlkampf. Sind die Biomacht-Schönsackerl, scheint's auch gut genug für die EU-Kampagne. Im großen Stil werden sie am Karmelitermarkt ans Wahlvolk verteilt. Ich glaube, das habt ihr von Leichnamsprozession. Wieso? Von Leichnam? So geht's so. Geht so. Es ist Wahlkampf. Das ist, was von Leichnam kommt, glaube ich erst. Gell? Für die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek ist die Tour auf ihrem Lieblingsmarkt ein Heimspiel. Ja, ich schaue dann, dass ich nachher noch vorbeischaue. Ich brauche nämlich eh für morgen fürs Muttertagsmittagessen noch was. Vom Mittagessen nach Brüssel ist ein weiter Weg. Und wie so oft bleibt der Wahlkampf in der Grätselpolitik stecken. Es waren jetzt sehr viele Touristen postiert durch das Viertel. Aber ja, ich startete eine Bürgerinitiative und es gab schon viele Mails an den Bezirksvorsteher. Und der Ja, da sind Sie aber eh bei der Uschi Lichtenegger richtig. Ich hätte was für die Europawahl, sozusagen andere Ebene, die sich bei den Bussen darum kümmert, dass sie weniger Schadstoffe ausstoßen. Die EU am Karmelitermarkt, die grüne Hauptbotschaft, sucht trotzdem den Spagat. Hallo, darf ich Ihnen was für die Europawahl mitgeben? Wir sind diejenigen, die sicherstellen, dass Saatgut, dass Paradeiser, Salat, Gurken, Äpfel und Gemüse, dass das auch in Zukunft gesund auf den Tisch kommt für die Leute. Deswegen gehen die Leute ja auch hier am Markt einkaufen. Wahlkampf am Markt. Frau Benker beobachtet ihn schon seit 50 Jahren. Vor die Wahlen kommen alle. Ganz übersichtlich keins, aber vor die Wahlen sind alle da. Heute stehen die Grünen im Rampenlicht, morgen vielleicht die Roten oder eine ganz andere Partei. Aussuchen, meine Damen, aussuchen! Aussuchen! Und dann gibt's welche, die auch ohne Medienrummel ihre Anhänger finden. Die Grünen, das, ja. Ja, versuchen halt ihr Glück. Genau, aber wir sind viel cooler. Das waren übrigens Pfadfinder. Nächste Woche werden wir dann die anderen Parteien bei ihrem EU-Wahlkampf begleiten. Am Montag zum Beispiel den ÖVP-Spitzenkandidaten Ottmar Karas.